In Robert Habecks Wahlkreisbüro in Flensburg ist ein Briefumschlag mit weißem Pulver eingegangen. Der Briefumschlag wurde auf einer Polizeiwache abgegeben. Sie wurde daraufhin geräumt. Zu Schaden gekommen sei niemand. Um was für ein Pulver es sich handelte, war zunächst unklar. Nach einer Untersuchung seien aber gefährliche und chemische sowie radioaktive Substanzen ausgeschlossen worden.